Selbstbestimmung heisst für mich, ernst genommen zu werden. Einerseits als Frau, einerseits als junge Frau, auch als Blondine zum Beispiel, sei es in der Politik, wo ich finde, junge Frauen haben im Moment leider noch nicht wirklich viel zu sagen, sei es aber auch im Privatleben. Ich hoffe, ich werde immer ernst genommen und die Leute sehen, dass ich mit Leidenschaft Sachen mache. Ja. Also Selbstbestimmung für mich bedeutet, dass ich eigentlich der Schmied von meinem Glück bin, weitgehend. Natürlich nicht, sagen wir jetzt, bei der Gesundheit immer, aber gleich, ich kann auch denken, oh, jetzt geht es mir nicht gut, oder ich kann sagen, ja, das geht wieder vorbei. Also eigentlich Selbstbestimmung, dass ich sage, ich mache, was ich will, aber ich geniesse auch, was ich kann. Selbstbestimmung ist für mich, wie es für alle anderen Schweizer ist, ein ganz zentraler Wert für unsere Demokratie. Dass einfach alle Leute eben sich so irgendwie selber ein bisschen verwirklichen können und ja, auch nicht zu fest abhängig sind von den anderen Leuten, sondern man sich selber irgendwie ihr Glück ein bisschen finden und ein bisschen unabhängig auch werden. So, ja. Also Selbstbestimmung ist für mich, wenn man das so machen kann, wie man selber gerne will, ohne dass man aber anderen Schaden zufügt.